Elektrobornewasser, Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienzfachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kerst. Ich bin Arunava Chaudhuri. Und wir sind der Kerst kocht. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben heute wieder einen Gast, Jens Netterkofen, Landtagsabgeordneter für Remscheid und Radevormwald für die CDU. Danke, Jens, dass du die Einladung angenommen hast und auch gefolgt bist und heute hier bist. So, guck mal. So ein bergischer Jung, ne? Gib dir erstmal ein Bierchen hier zum Start. Du bist ja kein bergischer Jung. Ach nee, doch, du kommst, geborener Lennepalmer. Stimmt. Jens, schön, dass du hier bist und mit uns kommst. Auch. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Ne? Prost. Obi. Zum Wohl. Liebe Zuschauer, Prost. So, das war doch der perfekte Anfang. Genau, ein kleiner Aperitif. Kleines Glas. Was? Genau, ja, kleines Glas. Ein kleiner Aperitif. Willst du es zur Seite legen? Stell es da oben einfach hin. Du hast ja die Reichweite, du hast einen Vorteil. Was kochen wir denn heute? Wir kochen heute ein bergisches Gericht. Ah. Und zwar machen wir ein Schweinesteak mit einer Kottenbutterfüllung. Kottenbutteressen ist ja sowas ganz Bekanntes, was wir hier in Remscheid oder in Lüttringhausen haben. Es gibt jubelnde Leute hier im Hintergrund, habe ich gerade gesehen und gehört. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal was Schönes, was zum Jens genau passt. Und zwar ein Kottenbuttersteak mit einem lauwarmen Bratkartoffelsalat. Dafür habe ich jetzt hier schon den Schweinerücken. Da schneide ich jetzt kleine Steaks raus, die ihr gleich füllen könnt. Jens, ich hoffe... Zwei Stück. Ja, zwei. Eins für den Wappler und eins für uns. Ja. Okay, alles also klar. Also 5/8 und 1/9, ja. Ich hoffe, du kommst damit klar, dass wir ein rotes Schneidebrett hier haben. Dafür sind die Messer. Die Messer und die Schürzen haben extra in Schwarz. RS1TV rot, also es hat nichts Politisches. Ihr könnt jetzt schon mal die Kartoffeln einfach halbieren. Und ein bisschen Öl kommt in die Pfanne rein, dann können wir die schon mal anschwitzen. Guck mal, Messer sollte ich dir gerade extra hier hinlegen. Öl habe ich hier. Öl hast du die könnt ihr einfach schon mal längs einmal halbieren und dann in die Pfanne schmeißen. Längs in der Zwischen. Ja, wie ihr wollt. Willst du? So. Komm, ich mach das. Machst du das? Perfekt. Ich mache in der Zwischenzeit das Fett hier von dem Schweinerücken runter. Jens, bist du jemand, der gerne und viel zu Hause kocht, wenn du mal da bist? Meine Leibgerichte sind Speckpfannekuchen und Reibekuchen. Und ansonsten überlasse ich das Kochen meiner Frau. Und die ist auch immer ganz froh, wenn ich in der Küche nicht so viel anrichte. Und deshalb, wenn wir mal kochen, dann koche ich mit meiner Tochter zusammen. Und es ist immer ein Genuss, wenn man dann was kocht. Aber wie gesagt, meine Reibekuchen, die sind schon was Besonderes. Und meine Speckpfannekuchen haben die Kollegen an der Universität in München gefragt, wie die denn gehen. Und es ist ja ganz einfach, aber... Das hört sich doch schon mal gut an. Pfannkuchen habe ich mich früher immer gegen geweigert, bin ich ganz ehrlich. Ich konnte nie verstehen, dass Leute in ein Restaurant gekommen sind, um dann Pfannkuchen zu essen. Da habe ich gesagt, das kann doch jeder zu Hause machen. Wofür bin ich Koch geworden, um Pfannkuchen zu machen? Heute muss ich sagen, mache ich das wirklich ganz gerne. Ganz schnell, rucki zucki, hast den Pfannkuchen da fertig. Aber zu Hause wollen die Leute nicht so gerne Pfannkuchen kochen. Ne? Also das ist wirklich so, oder machen, sag ich mal. Ist ja ähnlich wie bei Reibekuchen. Du hast einfach den Gestank in der Wohnung und dann sagen Leute, dass, oder die Gäste oft, dass es gerne im Restaurant ist. Und das sieht man ja auch besonders im Sommer in Remscheid. Ne? Reibekuchen ist auch so eine Geschichte, ne? Wenn das gemacht wird auf Veranstaltungen, die Leute essen es gerne. Läuft immer, genau. Wie ist das allgemein? Als Politiker hat man natürlich Sitzungen, du musst nach Düsseldorf, hast Sachen, die du hier im Bergischen hast. Kommt man dann überhaupt zum Kochen oder verlässt du dich dann eher auf deine Frau? Also das Erste, was meine Frau mich fragt, ist, bist du heute Abend zum Abendessen da? Und zu 90% ist die Antwort immer nein, weil ich halt immer unterwegs bin. Und das Wichtige ist, dass man ausgewogen ist und deshalb die Kantine im Landtag von Nordrhein-Westfalen bietet mir die Möglichkeit, dass ich auch mal was Vernünftiges essen kann. Und ansonsten konzentrieren wir uns meistens dann aufs Wochenende, dass dann gekocht wird. Und zu meinen Reibekuchen. Es gibt ja immer die Geschichte von Peter Altmaier, der andere Politiker bekocht hat. Ich habe schon mal, als der Sven Wirtz noch SPD-Unterbezirksvorsitzender war, ihn zu mir nach Hause eingeladen. Und da haben wir auch Reibekuchen gemacht und haben relativ viele Reibekuchen gegessen. Ja. Und das Öl im Magen war ganz gut. Und im Landtagswahlkampf habe ich auch Leute eingeladen und habe Reibekuchen gemacht. Und ja, ich finde Essen ist wichtig und gerade wenn man viel unterwegs ist, dass man auch wirklich ausgewogen ist und nicht... Ist auch wirklich ein wichtiges Thema, was wir auch gerade so bei der Schulverpflegung immer sagen. Es soll mal Junkfood mit dabei sein, aber wichtig ist, dass die Kinder auch lernen, vernünftig zu essen, dass sie auch alles essen, wenigstens mal probieren und
gerade wenn du in einem Land auch viel sitzt oder so, ne, dass du nicht zu viel schwere Sachen dann isst, ist immer sehr, sehr wichtig. Wie ist das? Kann man wirklich ausgewogen essen oder bist du eher so ein Schlemmer, wo du sagst, oh, ich esse auch gerne Sachen, die ich mag? Wie ist das? Ja, es gibt jeden Tag was anderes in der Kantine und es gibt vier verschiedene Gerichte. Und da ist es halt immer ganz gut. Natürlich suche ich mir das aus, was ich gerne esse. Ich esse nicht so gerne Fisch, fast gar keinen Fisch. Und, kann ich bezeugen. Und du musst halt gucken, dass du, es gibt, wenn Plenartage sind, gibt es immer so das klassische Essen, dass du zum Beispiel das berühmte Schnitzel oder die Currywurst da bekommst. Mhm. Ja. Und wenn du da den ganzen Tag bist, dann siehst du schon mal zu. Aber wie ist das mit abends, was er gerade sagt, 90% der Abende bist du nicht zu Hause in der Woche. Wie ist das mit dem Abendessen dann? Kannst du das so timen, dass du immer zur richtigen Zeitpunkt isst oder bist du dann ja teilweise... Obi, zwischendurch durchschwenken, nicht vergessen oder bewegen. Ne? Veranstaltungsabhängig. Also mittags warm essen ist wichtig, dann gibt es abends halt auch mal ein Brot und... ist aber ein leckeres, ne? Eine Stulle mit ein bisschen mit Käse drauf. Kann ich gut nachvollziehen. Ich muss einmal eben dazwischen hin, damit ich den Leuten auf dem Bein noch was zum Kochen erzähle. Ja, genau. Ich habe jetzt hier diese Cotton Steaks. Ich habe diese Schweinesteaks, da habe ich eine kleine Tasche reingeschnitten, damit ich die jetzt gleich füllen kann. Ein bisschen Senf reingeschmiert. Ist das jetzt Gucci oder Louis Vuitton? Ja, kannst du dir aussuchen. Ach so. Können wir ein bisschen drauf. Das ist eine Frauenthematik, ne? Genau. Dann habe ich jetzt ein bisschen Mettwurst reingemacht. Jetzt kommt ein Stück Käse da rein und ein bisschen Zwiebel. Also bis auf den Käse wirklich die Zutaten von der Cotton Butcher. Der Käse ist dafür drin, damit es nicht zu trocken wird. Ne? Der schmilzt halt so ein bisschen, aber ähnlich wie so ein Cordon Bleu. Und da werden die jetzt mit gefüllt. Jens, da kannst du vielleicht nebenbei hier, guck mal, ein bisschen Mettwurst reinmachen. Ein bisschen Käse. Ist das nicht Cottenbutter? Ja, ein bisschen Cottenbutter machen das, ne? Obi, du kannst mal die andere Pfanne schon mal anmachen. Ja. Da machst du hier ein bisschen von diesem Butterschmalz gleich da rein. Du weißt nicht mehr, wie es geht, ne? Du sparst schon zu lange nicht mehr in der Pfanne. Ah, doch. Ah, nee, komm. Komm, wir tauschen die Position. Achso, soll ich jetzt doch rübergehen? Ja, geh mal rüber. Ist, glaube ich, besser. So, oder soll ich dem Wappler sein Stück Fleisch jetzt bringen? Ne? Das müsste doch reichen jetzt, oder? Ja, ja. Wird auf jeden Fall satt von, glaube ich. Ja. So, was kannst du uns zum Stück Fleisch sagen, Markus? Ja, ist ein, von meinem Lieblingsmetzger, ne? Auch aus Lüttringhausen, Metzger Rhein-Neulzen, der Markus Weber. Schöne ist Grüße. Schöne Grüße. Demnächst kommst du bestimmt auch noch mal wieder zu unserer Show. Es ist ein Stück vom Lippstädter Strohschwein. Der Markus Weber kriegt sein ganzes Schweinefleisch aus Lippstadt von einem Bauernhof, was wirklich ja mit eigenem Biofutter vom Hof gefüttert wird. Klappt das? Ja, ne? Ja. Wollen jetzt zu dick sein, mach. Ich hatte jetzt hier so ein Stück gemacht, dass hier nur der Frank mal schön mal schon mal ein Stück Fleisch essen. Steak, soll ich mal, essen. So mal rüberschmeißen hier. Fang mal bitte. Aber es ist ein bisschen dünn, der muss jetzt eine Tasche reinkriegen. Ihr macht das schon. Nee, der kriegt das nur. Ja, ich glaube, Tasche kriegen wir da rein, oder? Wie gesagt, Lippstädter Strohschwein und da machen wir jetzt halt diese Steaks von. Ja. So, eure Kartoffelchen, die sind jetzt soweit eigentlich ganz gut, die nehmen wir jetzt hier raus. Die sind schon gut gekocht. Die sind schon gut gebraten. So, die sehen ja super aus. Da machen wir jetzt einen Bratkartoffelsalat raus. Ich weiß aber auch nicht, wer die geschnitten hat. Das ist ja, also zu, Weltklasse. Zu gut, ne? So, bisschen Salz, Pfeffer kommt schon mal mit dabei. Wenn ihr gleich mit euren Steaks irgendwann fertig seid, also ich schmeiße die erste jetzt schon mal in die Pfanne rein, dann könnt ihr gleich die Kirschtomaten einfach halbieren. Halbieren, habe ich gerade gemerkt, das mache ich. Funktioniert gut, ja, oh, ne? Das kann der Jens super. Tue ich hier rein. Halbierst du gerne, ja? Ja. So. Linkshänder, wie man sieht. Wie Obama. Ja. Yes, we can, heißt das Motto dann heute. So. Dann, Obi, guck mal, da hast du eine Fleischgabel. Mal besser so, komm. Nee, also... Nee, dann tun wir es so. So. Rot. Heute sehr dann viel Rot in der Sendung. Sehr viel Rot, ja. Wir hätten auch grüne Tomaten nehmen können. Ja. Und gelbe Paprika für Jamaika. Ja, ja, das stimmt. Aber der Käse ist wenigstens gelb. Komm, wir haben ein bisschen Hammer drauf gedacht. Der Senf auch. Obi, du kannst schon mal die Radieschen... Zwei Radieschen brauchen wir dazu. Schnittlauch brauchen wir dazu. Die Kirschtomaten kommen jetzt hier unter die Kartoffeln mit runter. Könnt ihr gleich direkt reinschmeißen, genau. Genau, die Radieschen. Und dann schneidet sie in dünne Scheibchen übrigens. Achso, schöne Scheibchen. Jetzt in schöne Scheibchen. Jetzt. Andersrum. Achso, ja, genau. So willst du zusammen? Jawohl, so hätte ich das gerne. In Scheiben, nicht in Würfel. Ja, deswegen, ich hab ja und schon. Und dünn, ne? Dünn. Komm, Battle.
So, man sieht jetzt hier, ich zeige der Kamera mal hier, das Fleisch ist schon schön angebraten. Sie können es jetzt entweder, wenn Sie möchten, weiter in der Pfanne braten und dann immer alle 2-3 Minuten wenden. Man kann es auch bei 160 Grad für so 10 Minuten in den Backofen reinschieben, wie Sie gerne kochen. So, wie weit seid ihr mit euren... Noch nicht so weit, ne? Oh, Obi. Sieht ja, ist gut. Also, die sehen super aus hier, Familie. Ja, ein bisschen kleiner wäre noch schöner, aber... ein bisschen klein ne? Funktioniert hier nicht heute irgendwie. Noch große Steaks, große Menschen nebenein. Ein bisschen so. Anders heute. Also. Genau, Messer. Sonst haben wir immer klein und zierlich neben uns. Jetzt haben wir groß und zierlich. Ne? Er hat zumindest zierlich gesagt, ne? Er war ja. Zumindest nett. Ja. Wir sind ja immer froh, dass Gäste zu uns kommen. Genau. Und den Obi eine ganze Sendung ertragen. Also. Entschuldigung. Die genau. Gerne mit mir kochen so wollen und die jetzt. Dann den Kerst ertragen. Hervorragend. So sieht das aus. Lob und Anerkennung. Genau. Das hörst du gerne, ne? Obi reicht, mehr brauchst du nicht. Du kannst dir schon mal den Schnittlauch nehmen und den Schnittlauch schneiden. Radieschen kommen auch da rein, genau. Guck mal, das sind die richtigen hier. Und deine Leibgerichte, wie gesagt, alles so, was rustikal und bergisch ist, oder nicht so bergisch, wie gesagt, Fisch. Du bist ja ab und zu auch schon mal bei uns im Restaurant, da weiß ich ja, dass der auch gerne, Fisch nicht so dein Fall ist, genau. Auch gerne schönes bayerisches Essen, also schönen Schweinsbraten, Knödel. Ja, wäre in der letzten Sendung ja auch was für uns gewesen, ne? Ja. Was ich auch gerne mache, ist Rotkohlknödel. Kartoffelklöße gefüllt mit Mett. Oh. Dazu gedünstete Zwiebeln, das ist auch eine... Früher hat man gesagt, arme Leute essen, ja. Aber ich habe das super gerne. Ich esse das super gerne. Das ist so eine der Gerichte von meiner Oma. Und, das sind so Sachen, heutzutage, glaube ich, gibt es nicht mehr so arme Leute essen. Ne? Es gibt heutzutage, hat sich das alles ein bisschen geändert. Ja, und du siehst, ich sage jetzt mal in dem Gericht, ein bisschen Mett ist da in dem Knödel drin. Ne? Und der Rest ist wirklich ja die Sättigungsbeilage oder das Gemüse. Heute ist ja meistens so, dass immer ein großes Stück Fleisch auf den Teller kommen muss, ne? Wobei ich da auch gar nicht so der Fan von bin. Ich esse auch ganz gerne mal so was ein Pasta-Gericht oder so, oder wo nur ein bisschen eine Kleinigkeit dabei ist. Also für mich muss das gar nicht so dieser... Aber im Pasta-Gericht hast du dann lieber eher so eine Sahnesoße oder hast du lieber so eine Soße, die auf Tomaten basierend ist? Nee, ich habe lieber Sahne, muss ich sagen. Ja. Man sieht es auch. Ja. Ja, aber ich finde, das gibt ein bisschen mehr Geschmack ab. Ja, nein, man sieht es hier nicht, aber nein, da haben wir sowieso schon verloren, genau. Haben wir letzte Sendung schon gemerkt. Nein, eher so, wenn du mit einer Pasta gehen würdest, eher Sahnesoße oder Tomaten? Eher Sahne. Sahne? Ja, eher Sahne und... Bisschen mit Champignons, ne? Speck Sahnesoße. War auch nicht schlecht, Carbonara. Kannst noch ein bisschen von dem Lauch, Schnittlauch schneiden. Ein bisschen feiner, wenn es geht, als der Obi. Der ist immer so Grobmechaniker, Motoriker. Es reicht. So. Obi, dann kannst du mal ein bisschen von dem Öl und von dem Essig noch dazugeben. Oh, jetzt sehe ich nichts. Komm, nicht, dass jetzt wir hier in unserer Sendung einen Landtagsabgeordneten zerschneidet sich in die Finger. Und wir sind schuld, dass er nicht ins Büro kann. So, ein bisschen auch noch vom Essig dran und dann kannst du ein bisschen vermengen, Obi, ja? Ja. Machen wir. Ja, auf jeden Fall sofort. Machen wir ein bisschen Platz hier. So, unser Fleisch sieht auch langsam gut aus. So. Für unseren Landtagsabgeordneten habe ich extra mal neue Teller aus dem Schrank geholt. Besteck gibt es, glaube ich, diesmal auch. Hast du mal welches geholt, Obi? Ja. Bei der letzten Sendung. Wir haben was da. Bei der letzten Sendung habe ich ja leider vergessen, mit an unseren Kochtisch hier zu nehmen. Genau. Aber hat ja funktioniert, die Kameraleute haben da. Die Kameraleute haben schnell reagiert und hat gut funktioniert, genau. So, ich glaube, ein bisschen Salz kannst du noch dran machen. Wenn es nicht schmeckt. Ja, hier. Machst du trotzdem. Lecker. Genau, immer lecker sagen, ne? Genau. Das ist jetzt so ein klassischer Fehler. Jetzt müssen wir direkt mal korrigieren. Wenn Sie zu Hause schneiden, ganz, 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 ganz wichtig. Ich weiß nicht, bestimmt haben wir das in einer der ersten Sendungen schon gemacht. Ja. Man dreht das Messer immer um die Sachen zusammenzuschieben, weil man, wenn man mit der Klinge über ein Brett drüber geht, wenn man mit der Klinge über das Brett drüber geht, wird die Klinge halt immer stumpf. Und Sie haben das Messer gerade geschärft und denken auf einmal, mein Gott, da kann ich sein, dass das schon wieder so ein stumpfes Messer ist. Also wirklich schneiden, umdrehen und die Sachen zusammenschieben. Also für dich ist es auch noch was zum Lernen heute. Also ist ja meine Frage ist jetzt, ist es jetzt ein Kunststoffbrett? Es gibt ja auch immer Holzbretter. Ja, und was ist jetzt hygienischer? Kunststoff. Holzbretter dürfen wir eigentlich gar nicht mehr nehmen. Kunststoffbretter nehmen wir und müssen dann alle
zwei Monate mal abgeschliffen werden, dass die wieder, dass die Rillen irgendwann runter sind, dass da sich halt keine Mikrobakterien. Also geht es denn darum wirklich, dass das Holz in dem Sinne noch lebt? Also das ist dann ja, also Holz ist gerade für die Bakterien halt ein gefundenes Fressen und deswegen dürfen wir die eigentlich gar nicht in den Küchen mehr nehmen. Auch früher gab es ja Messer mit Holzgriffen. Haben wir heute auch gar nicht mehr. Ne? Also wir dürfen noch einen Holzlöffel, dürfen wir noch nehmen, aber da merkt man, wenn die ein paar Mal in der Pfanne drin waren und so, dann werden die ja von der Farbe her auch nicht mehr so hell, werden die dunkel, dann schmeißt man die dann weg. Also das ist okay, aber Bretter selber soll man nicht mehr nehmen. So, dann. Der sieht aber lecker aus, der Salat. Ja. Also da haben wir uns doch jetzt wirklich Mühe gegeben. Genau, weil dann sind ein paar Radieschenstückchen relativ groß geschnitten. Ist das? Der Obi ist noch am Üben. Also irgendwann in Sendung 258 oder so kriegt das bestimmt hin. Also alles gut. Irgendwann haben wir es soweit. So, dann könnt ihr das bitte verteilen. So, und der Wappler wird nervös, weil das Stück Fleisch schon da hier fertig ist. Der ist gerade aufgestanden und stand hier schon. Ja. So, machen wir hier mal eine Kinderportion oder... Guck mal, was du dir selber für eine Portion geben würdest. Ich habe jetzt hier schon mal, wie gesagt, die Steak aufgeschnitten. Da kann man dann innen drin schön die Wurst sehen und den Käse, der so ein bisschen da zerläuft. In die Mitte mache ich für Frank Wappler jetzt. Ich glaube, ich würde das direkt in der Schale hier lassen. Also, würde ich gar nicht. Oh. Das müsste jetzt. Oh, das muss jetzt. So. Das ist die für Wappler. Ach so, warte, ich muss noch ein Stück Fleisch wieder umdrehen. Ja. Es ist leider zu viel Fleisch geworden. Wir wollen ja nicht, dass er verhungert, ne? Das ist ja... Schön aus. So, und dann hole ich dann schon mal Besteck, ne? Jawohl. Wir tauschen das mal in Platz, dann kann ich mal hier den Teller fertig machen. Genau. So. Ja, trinken wir mal noch ein Schlückchen Bier. So, dann können wir noch ein bisschen von dem Schnittlauch hier oben mit... So, ein Schlückchen Bier kann man auch noch mal eine... Ja, meins ist leider schon leer hier, irgendwie kein Service heute hier. So. Wie, hat der Wappler nicht aufgepasst? Hätte... Ja, normalerweise. Ich dachte, er ist für alles zuständig, oder? Nachholbedarf hier. So, dann haben wir jetzt hier. So, Jens, wenn ich mal so. Ja, weiter. Bratkartoffelsalat, ein bisschen mit Radieschen, Kirschtomaten und Schnittlauch drin und diese schöne Cottonsteak dazu. Ich stelle mal eins da drauf, da kann euch nichts mehr passieren. Obi, für dich. So. Komm, du kriegst das große Stück. Ach so. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Also es sieht sehr lecker aus. Ich halt's noch ist von mal. Den Farben auch schön, ne? Man hat diesen... Ich halte es nochmal richtig in die Kamera. Die rote Farbe leider dabei. Aber der Jens kann, glaube ich, ganz das gut das Fleisch ist umgehen. Durch. Das heißt, das ist schon mal nicht so rosa. Genau, so. Fangen wir hier den Salat an. Der Salat sieht auf jeden Fall schon mal hervorragend aus. Genau. Sehr gut geschnitten. Ich esse zum Beispiel unheimlich gerne Mettwurst. Aber roh esse ich sie nicht ganz so gerne, sondern eher, wenn sie ein bisschen gebraten ist oder ne, schon so ein bisschen warmes Fett raus. Richtig lecker. Ich sag halt da, Geruchsfernsehen, ich glaube, das sollte es in Zukunft geben. Geschmacksfernsehen, sehr, sehr lecker. Und bisschen saftig, die Würze von der Mettwurst. Auch durch dabei. Den Käse, ne, der dann geschmolzen ist, der dann ins Fleisch reinzieht. Besonderen Geschmack. Und wieder ein relativ einfaches Gericht, also jetzt nichts Kompliziertes, was man wirklich locker zu Hause nachkochen kann. Ja. Aber Markus, wenn du das jetzt, die Kunst besteht ja darin, dass das Fleisch nicht zu dick ist, oder? Also ich mag kein dickes Fleisch zum Beispiel. Ja. Und wenn du jetzt hier so eine Tasche machst, das ist natürlich relativ schwierig dann. Ja, ist beim Cordon Bleu, man muss schon gucken, dass es, dass du das Fleisch um die Füllung drumherum, also das ist das Maximale, was du eigentlich machen darfst. Ne? Du musst halt die gewährleisten können, dass halt der Käse nicht an allen Ecken rausläuft oder die Wurst, sonst bist du nur am Zusammenpflücken und gucken, dass das alles drin bleibt und deswegen brauchst du halt ein bisschen Fleisch und gutes Messer aus Solingen. Und gutes Messer aus Solingen. Jetzt habe ich mal eben noch, bevor wir jetzt die Show gleich beenden, eine persönliche Frage, wo sind denn dann politisch deine Ziele für die nächsten Jahre? Jetzt haben wir ja den Landtagsabgeordneten Jens Nettekofen. Wie sieht denn so deine Karriereplanung weiter aus? Gibt es da... Wichtig ist, dass ich Verantwortung, dass ich den Menschen in meinem Wahlkreis helfe. Mhm. Und das ist mein Ziel gewesen, dass ich nicht mir vorwerfen lassen kann, das nicht versucht habe, selber zu machen. Mhm. Und Politiker sind ja immer so ein bisschen, werden immer schräg angeguckt. Und da heißt es immer, ja, die können eh nichts tun. Und ich finde es sehr schön, dass ich direkt gewählt worden bin und dass ich das Vertrauen der Leute bekommen habe. Und wichtig ist, dass man nicht vor der Wahl da ist, sondern immer da ist. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Aushängezeichen
dass man den Bürgern zuhört, dass man ihnen hilft. Und wenn es die Kleinigkeiten sind, dann sind es die Kleinigkeiten. Und deshalb ist auch die Kommunalpolitik ein ganz wichtiger Anker, den ich weiter behalten möchte, um vor Ort auch zu wissen, wo die Probleme sind. Und ja, das andere entscheiden andere Leute und nicht ich. Und deshalb, ich bin glücklich und stolz darauf, dass ich helfen kann. Und es sind 199 Landtagsabgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Davon bin ich einer und das macht mich halt sehr stolz und ja, man kann auf jeden Fall helfen. Ja, schön. Schönes Abschlusswort. Schönes Abschlusswort, ne? Genau. Ja, ich hoffe, hat sehr Spaß gemacht bei uns. Ja, vor allen Dingen, ich bin ja richtig zur Tat gekommen hier. Ich bin belehrt worden, weil das Messer vergessen habe, aber ich jetzt gelernt und ich kann jetzt auf jeden Fall auch richtig mit dem Messer umgehen. Und den Salat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Sehr schön, dass du da warst. Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, Sie hatten auch wieder eine schöne Kochshow, wo Sie uns zugucken konnten mit einem tollen, einfachen, bergischen Gericht diesmal. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Und das Rezept bei Kromwerk, so wie bei uns bei ARS1TV. Und wir freuen uns. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Weihnachten. Ja, wir sind dann schon im Dezember. Tschüss.